Ja, willkommen. Mein Name ist DaniroLP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Fallout 4. In der letzten Folge haben wir dieses Gebiet hier, dieses Gebäude angefangen zu erkunden und machen damit in dieser Folge weiter und hoffentlich sind wir noch fertig. Wir haben eine Notiz gefunden, Jacquelines Notiz. Die schauen wir uns mal an. Was ist Instituts da? Ich kann hören, wie sie draußen kämpfen. Aber ich aber rauskommt, wo die Damen sind, aber ich glaube, es ist zu spät. Okay. Welche Daten? Universitäts-Mail-Transfer. Ja, alles. Oh mein. Wer Campbell? Die ganzen Dinge abgeguckt oder wie? Ah, Forschungsunterlagen. Neueste Anmerkung zur Energieforschung. Gesa meint er, ich habe dir doch gesagt, dass meine Forschung geheim ist. Hör nicht auf, dich wie ein erbärmlicher Krieger zu verhalten und kümmere dich um deine Angelegenheiten. Was ist das Geburtstag hat und das? Da beschädigt. Okay. Okay, aber alles. So. Jetzt wird schon wieder einer meiner Siedlung angegriffen. Supi. Interessiert mich die Bohne. So, sind wir ja fertig. Oder gibt es ja noch was? Und jetzt nicht so vor, als wären wir ja schon fertig. Okay. Es geht immer weiter. So, von da sind wir gekommen. Immer gegen die Sins gekämpft. Ich meine, wenn wir da irgendwo rauskommen, finden wir irgendwas. Oder so. Mir ist schon wieder was versperrt. Alles ist versperrt in diesem wunderschönen Haus. Oh. Okay. So, und hier war wortwörtlich nix. Nein, nix. Okay. Da kommen wir bestimmt wieder zum Commonwealth. Naja, ja. Sind wir jetzt hier fertig? Ja, okay. Dann ja, wir gerne mal gucken, was hier ist. Wenn wir hier rausgehen, hier konnte man irgendwie rausgehen, glaube ich. Okay. Frage ist, soll ich jetzt meine Siedlung beschützen oder nicht? Ich habe ja nicht so Bock darauf. Aber dann sinkt die Moral schon wieder und dann werden Sachen kaputt gemacht, die ich neu aufbauen kann. Und dann mögen die Leute mich nicht und so. Obwohl das nicht, aber weiß ich nicht. Ist doof halt. Egal, mach mal, wenn wir schon dabei sind. Hauptsache Grey Garden wird nicht angegriffen. Das ist irgendwie voll verbuggt andauernd. Ich helfe den immer. Komplett und an diesem Ort hier könnte eine Bombe hochgehen und niemand würde es bemerken. Okay. Ah, okay.
nicht am Dach. Perfekte Lamenta. Sieht so was von aus, als könnte man eine Siedlung bauen. Guck mal, hier sind Wände und so. Ist perfekt abgeriegelt. Verstehe ich immer noch nicht, warum hier nicht eine Siedlung baubar ist. Das ist so gut wie perfekt hier. Alter! Er war noch nicht mal. Oh. Wie schnell wurden die in ihr kaputt gehauen? Selbst wenn ich mich jetzt dahin geportet hätte, wäre ich doch nie im Leben so schnell dahin gekommen. Hier ist übrigens eine Truhe. Na gut. Aber wenigstens ein bisschen Zeit gespart. Das wär's. Wie gut ist das dämlich? Na gut, dann. Oh, bitte keine Myologs. Oh nein. Wohl gegen euch habe ich nichts. Easy peasy breezy. Aber hier sind so viele Eier, hier tauchen irgendwo ein paar auf. Ja doch, ich hau hier ab. Tschüss. Fuck this, I'm out. Ich will meine Preston hier hinschicken, ne? Und hier eine Siedlung holen soll. Weiß ich auch nicht. Noch mal um. Da ist auch noch ein Eingang. Stattdessen schickt er mich irgendwie an so kleine Häfen oder so, wo wir eine Dings bauen sollen, eine Siedlung. Und der obwohl der Ort hier so richtig perfekt ist. Da könntest du ein neues Diamond City oder so bauen oder Good Neighborhood. Mal ohne Scheiß. Na gut, dann. Om nom nom. Tu mal mein originalen Plan. Eigentlich schon, und da war meine Fernbedienung. Geplant hätte, und zwar gehen wir mal, schauen wir uns erstmal die Karte an. Was fällt ein auf so eine Platzierung der Markierungen? Hier ist so gut wie nix. Wie wäre es, wenn wir das mal ändern? Gehen wir mal zur felsigen Höhle, also wo Virgil ist. Und tu mal den Süden ein bisschen erkunden. Weil. Hier gibt es eine Menge Strahlung. Wir sollten von hier verschwinden. Warum denn nicht? Ich meine, hier ist irgendwie nichts, was wir schon erkundet haben. Da ist zum Beispiel schon was. Gehen wir da als erstes hin. Das Meer ist halt mittlerweile auch kein Problem mehr. Also, come at me, Bros. Ich dachte, die Strahlung jemals irgendwie ein Problem war. Im Gebiet hier. Oh, das ist noch ein Ort. Ein verstrahlten Zeichen, wer hätte das gedacht? Wo schon waren. Ne. Weg. Ich habe keinen Bock. Wo irgendwo war doch ein Gebiet, wo richtig hohe Strahlung war, ne? Wie hier zum Beispiel. Mein Gott, ist hier viel Strahlung. Was haben wir denn hier? Fallende Fabrik. Blech.
Für Strahlenresistenz habe ich überhaupt 1050, okay. Das ist mal heftig. Oh Gott! So, da zeigt mir noch an, wie viel ich pro Sekunde bekomme. Ich dachte, der Pfeil sagt mir jetzt so. Jetzt hast du 100% und jetzt bist du gleich tot. Sollte ich vielleicht mal benutzen. Auf alle Fälle. Weiß er nicht. Ja, so quer in diesem verstrahlten Meer gibt es nicht so viel zu erkunden. Aber gehen wir mal da in die Mitte rein. Reddicks, da kann nicht so viel passieren. Redaway war ich. Er steht einfach da so. Pff. You mad, bro? Also, bevor ich ein bisschen Schiss habe, sind die Gegner, die hier rumlaufen. So Todeskrallen, so blöden Stechviecher. Die müssen nicht unbedingt sein. So, hier wasch mal nix. Fallende Fabrik, ja. Da ist zum Beispiel ein Fall, sieht aus wie ein Grabstein. Das sieht aus wie eine riesige Spinne. Vielleicht bewegt sich das Ding so. Dann kriege ich Panik. Wieder so eine Atmosphäre hier, ne? Vorsicht, Blutkäfer! Pisst euch! Die können nämlich unter der Power Armor vergiften, jetzt mal ganz ehrlich. Das macht für mich schon wieder null Sinn. Mit denen anzulegen, ne? Eine doofe Idee gewesen. Ich habe hier mein Insektenspray-Kanone. Boah, muss das Ding noch nachladen? Macht das Ding mit mir? Mal, geh doch mal ein bisschen weiter weg. So, eine ist erledigt von Nick. Ja, wenn es nicht anders geht, sich so ein Kampf auf Leben und Tod mit dem Viech liefert. Aber nix, du flüchtest jetzt nicht im Moment. 104? Ah, eine Blähpflege ist auch noch da, also super. Ah. Gehen wir da hin. Irgendwie hat so, ich habe irgendwie so das Gefühl, wir werden hier nicht irgendwie in so Gebiete reingehen können. Matriarchen?
die Reichweite nicht checken von dem Teil. Aber ich muss ja so ein bisschen nah rangehen, weil die blöden Dinger, die gehen ja mal runter. Ist ja nicht so, als wenn ich von hier aus schießen würde, dass ich das Ding dann irgendwann treffen würde. Nee. Die blöden Dinger, die gehen ja mal runter. In der Schussbahn. Hey, wer bist du denn? Wuff. Weg, Sackviech. Nee, da tue ich mir nicht an. Und bei Todeskrallen, da sage ich. Nee. Nee. Was war das Gebiet überhaupt? Das ist ja übelst verstrahlt. Ich nehme an, die Bombe ist direkt hier irgendwo eingeschlagen. Im Zentrum. Im Zentrum, wo die Bombe eingeschlagen ist. Kong Kong, Gamma-Patronen. Denn nur weil das irgendwie Klamotten von einem Kind des Atoms ist und so ein Mitglied, kann ich mir nicht vorstellen, dass das automatisch Strahlenresistenz gibt. Klingt mir doch ein bisschen unlogisch. Aber in den ganzen Orten ist nichts. Ich habe nicht direkt geplant, jetzt hier im verstrahlten Meer rumzulatschen. Ich wollte einfach nur in den Süden hier ein bisschen rumlatschen. Weil da noch am wenigsten erkundet ist auf meiner Karte. Ich habe das Gefühl, wenn ich da reingehe, komme ich nicht mal raus. Und hier kriege ich wieder extreme Strahlung. Meine Güte, gib mir doch mal irgendwas hier zum Looten irgendwie so. Und Heineck. Er ploppt einfach so vor mir auf. Vor allem, ich tue mich hier voll außerhalb des Gebiets hier bewegen. So, nächster Ort, da. Sollten wir vielleicht einen Right Away nehmen. Da ist Wasser. Alles gut, ne? Warum sind Todeskrallen überhaupt Resistenz gegen... Oh nee. Was zum Teufel war das denn für ein Viech? War ja blutrot. Oh, warum ist das Ding nie nachgeladen? Hey, jetzt habe ich keinen Erfahrungspunkt dafür bekommen. Mann. Was kann nicht weit sein? Rede mit mir. Oh, okay. War schon. Hat wie ich gelandet. Ich will dich looten. Da. Nee, ist er Blut. Wo ist das Viech? Hab ich da weggeschossen? Verdammt. Hier sind viele Orte. Wird wahrscheinlich nichts.
erstmal mit einem Wackelpuppe, die meine Strahlenresistenz oder so erhöht. Obwohl, nein, bitte nicht. Wenn etwas dämlicher Effekt. Was ist hier für ein Häuschen? Mein Gott, ich springe noch gar nicht so hoch. Gut, was ich da mal im Hintergrund sehe, ne? So, wird wahrscheinlich der letzte Ort sein, den wir erkunden zum Part. Da ist noch ein Bunker irgendwo. Was haben wir hier? Verlassene Hütte, einfach nur. Okay. Die überhaupt steht. Schon Wunder an sich. Was? Wir sollten in Bewegung bleiben. Hier sind wir echt verwundbar. Evakuierungsplan. Guten Tag, Regierungsangestellter. Die Gefahr eines Invasion durch der kommunistische China nimmt täglich zu und Sie fragen sich vielleicht, was im Falle einer totalen nuklearen Vernichtung zu tun ist. Keine Sorge, als Angestellter der Bundesregierung haben Sie das Privileg, sich an dem Ort, an dem Sie jeden Tag arbeiten, in Sicherheit zu bringen. Folgen Sie jetzt den einfachen Hinweisen, wenn Sie Bomben fallen und Sie von Ihren Kollegen umgeben sind, mit denen Sie auf das Ende der nuklearen Winters warten. Lassen Sie alles stehen und liegen, wenn Sie den Alarm hören. Packen Sie nichts ein, auch keine persönlichen Dinge. Alles, was Sie benötigen, sollte an Ihrem zugewiesenen Sicherheitsbereich Arbeitsplatz für Sie bereitstehen. Begeben Sie sich zu Ihrem zugewiesenen Arbeitsplatz K21B. Sollte die Strahlung im Inneren Ihres kritischen Niveaus erreichen, erklingt ein Alarm. Schließen Sie umgehend die Türen und versperren Sie sie. Öffnen Sie sie erst wieder, sobald eine zweite Warnglocke ertönt. Alles Gute und viel Glück. Genießen Sie Ihre bessere Zukunft im Untergrund. Unterschrift des Aufsehers. Okay. Er war gerade auf dem Weg zu seinem verdammten Bunker, ne? Und dann ist genau das die Ironie. Er war gerade auf dem Weg zu seinem Bunker, ne? Und dann sind die Bomben schon viel zu früh gefallen. So, mal gucken, was das Ding vom Bunker ist. Wird aber nicht zu groß hier sein. Seit wann ist es denn so still? Vor allem hat er nicht viel gebracht anscheinend. Hier spricht Regierungsmitarbeiter Nummer 011. Naja. Scheiß auf diesen Regierungsmist. Hier spricht Busensky. Die Sirenen. Hey, Namen haben wir doch schon mal gehört. Sie kamen so schnell. Dann der Alarm. Die einzigen, die wir retten konnten, hatten gerade Dienst. Stevens war nach draußen gegangen, um etwas aus seinem Auto zu holen. Stevens. Er ist tot. Wir mussten die Tür schließen, bevor er sich auch nur umdrehen konnte. Das verlangt das Protokoll. Konnte ihn schreien hören. Das war vor Tagen. Uns geht schon das Essen aus. Der Ort hier war nicht so gut ausgestattet, wie sie behauptet haben. Verdammte Budgetkürzung. Wenn jemand das hier hört, mein Name ist Jeff Busensky. Sagt meiner Frau Wilma, dass ich sie liebe. Adieu. So kann man. Hey, hier drüben. Mann, jetzt wird er direkt angeschossen. Okay. Wir haben ja vielleicht oder vielleicht auch nicht eine Vault entdeckt. Deswegen würde ich sagen, ich beende den Part hier. Und wir sehen uns in der nächsten Folge von Let's Play von Hard 4. Ich bedanke mich alle als Zuschauer und sage Tschüss, bis zur nächsten Folge.